Nach einem kurzen, steilen Aufstieg im Wald komme ich zu den gewaltigen Felsen. Hier in eine extrem steile Rinne. Am Ende der Rinne beginnt ein heftiger, kalter Wind zu wehen. Und ein schönes Felsenfenster gibt die Aussicht nach unten frei. Jetzt folgt ein felsiger Gratweg bis zu einem aussichtsreichen Felsengipfel. Und weiter geht es hinauf und hinunter durch kleine Schluchten und wieder hinauf zum Ende dieser Balbeersteine. Über einen kleinen ebenen Pass, hier kann man auch absteigen, führt der Steig weiter zum Mühlstein. Hier gibt es für mich eine große Überraschung. Diese teilweise überhängenden, riesigen Felswände, sie sind mit Bohrhaken versehen und dienen Extremkletterern als Übungswand. Eine weitere Kuriosität bei diesen Balbeersteinen ist diese weitere steile Rinne, die in einem sehr, sehr engen Durchschlief endet. Der letzte kleine Kletteraufstieg zum Gipfel des Mühlsteins mit der Aussicht auf Miesenbach und den Gutensteiner Alpen. Jetzt habe ich diese Felsensteine da hier erklommen, ganz ab oben. Es ist ein Rauf und Runter, gibt auch einiges zum Klettern, noch viel Schnee, rutschig natürlich. Aber sonst eigentlich eine sehr tolle Tour, auch wenn sie nur sehr kurz ist. Aber schön. Freue mich, dass ich wieder auf einem Berg war. Auch wenn es nicht sehr hoch ist. Sind auch nur 300 Höhenmeter herauf. Der Abstieg ist wohl sehr steil, aber kurz zur großen Almwiese. Es gibt aber keine Markierung. Später finde ich diesen Forstweg. Trotz der Tarnung hinter den Bäumen
hat mich diese Hirschgruppe bald entdeckt. Blick zurück zu dem Mühlstein. Vom Steinbauer gehe ich diese Bergstraße hinunter nach Miesenbach. Wieder ein Blick auf die Balbersteine. Und es ist immer noch sehr frostig. Rückweg durch das lange Miesental zum Auto, das ich nach 3 Stunden wieder erreiche.